Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Cultures, der Entdeckung Finnlands. Ja, wir haben jetzt schon jemanden, den wir trainieren müssen. Unsere Bauvorhaben werden auch immer besser. Was heißt Bauvorhaben? Wir haben nichts mehr zu bauen. Wir müssen jetzt eher gucken, dass wir Holz zusammenkriegen, dass die Leute arbeiten und so weiter. Ja, und eigentlich müssten wir dem Goldschmied, da den ich es wieder Gold schürfen lassen. Oh, ach ja, und wir können Speed geben. So, was wir noch machen können, ist mal eine Straße hier hinbauen. Ja, die Bogenschützerei ist schon eine Weile leer, das ist aber auch egal. Schuhe werden dort noch hergestellt. Wie sieht es mit Geschirr aus? Oh. Geschirr könnte etwas dauern. So, du gehst erstmal wieder Gold suchen. Pilzsammlerhütte sind die Ressourcen ausgegangen. Wenn ich dich weiter in den Norden setze, dann findest du noch ein bisschen was. Gut. Wir haben zwar noch genug Öl. Mehr als genug. Aber das wird auch nicht ewig reichen. So, unser Steinmetz muss hier jetzt leider mal Pause machen. Und erstmal wieder töpfern. Ja, ich wollte gerade sagen, der Schuster kann jetzt wieder jagen. Jetzt, wo er die gewünschte Warenmenge hergestellt hat. Gott, haben wir jetzt hier einen Kahlschlag? So, der Verteidigungsturm ist fertig. Der da fehlt noch. Wir können unseren Bogenschützen befördern. Und noch ein Verteidigungsturm fertig. So, das heißt, wenn uns dann die Indianer in den Rücken fallen, die Nachos, dann sind wir verteidigt. Wir können da die Dorfglocke läuten, um die Dorfbewohner, also unsere Wikinger. Ja, die Dorfglocke läuten, um unsere Dorfbewohner. Das ist kein Age of Empires 2. Das klappt nämlich nur da. Ja, wir können den Alarm läuten, um die Wikinger, die Zivil-Wikinger in die Gebäude, in die Verteidigungsgebäude zu holen, was uns nochmal extra Schutz geben sollte. Aber ich denke, gegen die paar Indianer können wir uns so gut verteidigen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da nochmal ein Kampftrupp kommt, wenn sie uns dann in den Rücken fallen, oder ob es das war. Ich weiß nur, dass die Palenque bald ihren Verteidigungsturm, ihren Kriegsturm fertig haben hier. Das heißt, wir werden auch irgendwann den da wahrscheinlich wieder bauen. Dann werden allerdings die Indianer wieder kommen und ihn einreißen. So, Goldnuggets kommen wieder rein. Genauso wie Holz reinkommt.
Eisen haben wir auch mehr als genug. Leichen liegen auch mehr als genug herum. Ja, wir brauchen Stein. Das können unsere Bauarbeiter nichts machen. Allerdings muss erstmal unser Töpfer hier fertig werden. Und dann brauchen wir erstmal Lehm wieder. Von hier oben oder hier unten. Ja, die ernähren sich von ihrem Bier, was gut ist. Du kannst trainiert werden. Das ist auch gut. Holz haben wir mittlerweile auch mehr als genug. Sogar hier in der Werkzeugspäne steckt Holz. Ja, Nahrung haben wir mehr als genug. Überall verteilt. Wir haben auch wieder mehr als genug Bier. Wir haben Mehl, alles. Ja, unser Rüstungsschmied muss. Warum betet er hier, wenn er eigentlich zu Hause beten kann? Egal. Er hat zum Glück nicht weit zum Tempel, wenn er am Tempel beten muss. Wow, haben wir viel Bier mittlerweile eingelagert. Wahrscheinlich, weil sie nichts anderes einlagern können. So, noch zwei Rüstungen, denke ich mal. Und dann ist der Rüstungsschmied fertig. Du bist gleich mit bei deiner Arbeit fertig. Ja, und ich würde mal sagen, die schicke ich dann mal wieder zum Eisenschmelzen. Dann machst du mir den Vorrat Eisen und ich glaube, dann werde ich dich auch noch zum Goldschmied umschulen. Oder zum Goldschürfer, besser gesagt. Damit ihr beide ein bisschen synchron arbeiten könnt. So, du hast deine Warenmenge hergestellt. Das heißt, du sammelst Leben. Hier wäre auch noch jede Menge Gold, aber auch Rüstungsschmied erfunden. Gut. Als nächstes was zum Waffenschmied. Okay.
So, lieferst du gleich in die Goldschmiede oder ins Lagerhaus? Ins Lagerhaus, okay. Dann liefern wir mal ein paar Goldnuggets erstmal da ein. Dann sehen wir weiter. Er ist beschäftigt, womit auch immer. Müller kann trainiert werden. Ja, es gibt wirklich fast keine Arbeiter mehr. Der Bauer, also fast keine Soldaten mehr bei dem Palenque. Ja, Goldschmiede steht schon seit einer Weile leer, das ist klar. Oh, du hast dein erstes Schwert gemacht, sehr schön. Unser Pilzsammler findet noch Pilze, erstaunlich. Sammelt er etwa hier oben? Da hat er einen weiten Weg. Ja. Na, Tatsache, er sammelt noch hier oben Pilze ein. Warum auch immer ich ein Leder hier im Vorratszelt habe. Ja, der Steinmetz wird halt bald wieder gebraucht werden. Oh, sie fangen auch an, hier den Krieg... Oh, der Kriegsturm ist wieder fertig. Das heißt, es könnte so weit kommen, dass die Indianer bald wieder mal angreifen. Weil mit uns haben die Palenque im Augenblick noch nichts. Die sind neutral. Ja, unsere Lagerstätten stehen euch zum Tausch offen. Ihr habt nur nichts im Angebot. Ja, ist gut, dass ihr so viel Bier einlagert. Ich bin aber wirklich mal gespannt, wann die Nachos wieder angreifen werden. Gut, es gibt nicht mehr viel zum Angreifen hier. Es sind einige vereinzelte Soldaten. Die Nachos sehen ja auch ehrlich gesagt irgendwie keinen Grund, die Mayas anzugreifen, die Palenque anzugreifen.